Yo, was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 17 mit dem FC Barcelona. Ja, heute geht's weiter in La Liga, in der spanischen Liga, und wir schauen mal ganz kurz auf die Tabelle, wie es denn da so aussieht. Also, Real Madrid momentan auf Platz 1 mit 69 Punkten. Wir sind bereits 6 Punkte dahinter mit 63 Punkten. Allerdings, wir haben nur ein Spiel nachzuholen. Also Real Madrid hat schon mal am 29. Spieltag vorgelegt. Aber ihr seht, 29. Spieltag, das heißt, es ist absolut nicht mehr lang zu spielen. Es gibt ja insgesamt 38 Spieltage in der spanischen Liga. Und ja, mit dem heutigen haben wir jetzt dann noch 10 Stück. Das ist jetzt nicht mehr allzu viel. Also wir müssen schauen, dass wir irgendwie den Vorsprung von Real Madrid ein bisschen verkleinern. Und heute gegen FC Granada haben wir da auf jeden Fall eine gute Chance dazu. So, bevor ihr reingeht, eine ganz kurze Anmerkung für euch. Ihr wisst, dass YouTube ja momentan ein bisschen rumpackt. Die zeigen irgendwie nicht mehr die Videos an. Und das ist ganz leicht zu beheben, das Ding, weil da gibt es neben dem Abonnieren-Knopf gibt es so eine Klingel, ist es so eine Glocke. Da einfach drauf drücken, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ihr was hochladet. Kann ganz hilfreich sein. Und ja, könnt ihr mal draufklicken. Wie gesagt, neben der Abonnieren-Knopf so eine kleine Klingel. Und gut, jetzt würde ich sagen, genug gequatscht. Jetzt geht's los. Der FC Granada gegen den FC Barcelona. Los geht's. Und damit herzlich willkommen hier aus Granada. Ja, 29. Spieltag in La Liga steht an. Der FC Barcelona zu Gast beim FC Granada. Und eins ist klar, David gegen Goliath. Der FC Barcelona auf Platz 2 kämpft um die Meisterschaft. Der FC Granada auf Platz 17 kämpft gegen den Abstieg. Das sind zwei komplett unterschiedliche Ausgangssituationen. Und ja, wenn man Fußball auf dem Blatt Papier spielen würde, dann wäre natürlich der FC Barcelona hier ganz, ganz klar der Sieger. Aber wir haben in den letzten Spielen gesehen, der FC Barcelona tut sich in der Liga gegen die vermeintlich schwachen Teams extrem schwer. Beim letzten Mal gab es gegen den FC Valencia ein 0:0. Davor gab es gegen Athletic Bilbao ein 5:0. Dann gegen Sporting Gijon nur ein 0:0. Also es wurden viele, viele Punkte liegen gelassen gegen die vermeintlich kleineren Teams. Aber ja, heute müssen die 3 Punkte her. Man will dranbleiben an Real Madrid. Beide Teams begrüßen sie jetzt erstmal. Und ja, wir gehen mal ganz kurz die Aufstellung durch. Vorne Dimitri Payet mit Angel Di Maria und Paco Alcacer. Neymar, Suarez und Messi werden geschont fürs nächste Spiel, weil dieser Monat hat 4 Wochen und 8 Spiele mit Champions League, und das ist natürlich unglaublich heftig. Deswegen muss die Top-Leute für die wichtigen Spiele schonen. Im Mittelfeld heute Dennis Suarez, Rafinha und Arda Turan. Der Abwehr haben heute Lichtsteiner, Lukas Stein und im Tor Marc-André Ter Stegen. So, jetzt haben wir die Aufstellung zusammengebracht. Ihr merkt, ich bin heute ein bisschen von der Rolle. Liegt daran, ich bin heute echt nicht in Topform. Mir geht's scheiße, aber egal. So, jetzt legen wir los. Der FC Granada gegen den FC Barcelona. Genug gequatscht, wir wollen Fußball sehen. Und jetzt läuft der Ball endlich in Granada. Und klar, Barca braucht die 3 Punkte. Sie müssen unbedingt heute den Dreier mitnehmen. Aber, wie gesagt, ein Geschenk wird das hier und heute nicht vom FC Granada. So, da ist Grin am Ball, weiter geht's zu Silva. Da ist Pereira. Lichtsteiner muss da aufpassen. Erster Angriff von Granada. Erstmal leicht geblockt. Jetzt kommt die Hereingabe. Die ist ziemlich schwach und gut abgefangen von Dimitri Payet. Kann Paco Alcacer mitnehmen. Und jetzt die Konterchance. Die Konterchance in der 5. Minute für Barcelona. Di Maria ist durch. Angel Di Maria mit der Chance. Und er macht es. Blitzstart. Blitzstart für den FC Barcelona. 5. Minute. Angel Di Maria. Mit der frühen Führung für den FC Barcelona sieht der Verteidiger nicht gut aus, kann den Ball nicht stoppen. Er rutscht durch und Di Maria lässt Ochoa im Tor beim FC Granada. Keine Chance und der Ball schlägt im Tor ein. Blitzstart für den FC Barcelona. Ja, super gekonnt, kann man da nur sagen. Klasse Pass. Und dann ging es blitzschnell und Angel Di Maria macht das Tor. 5. Minute, 3. Tor von Di Maria in der Liga. Und der FC Barcelona führt gegen den FC Granada mit 1:0. Ja, so kann man auf jeden Fall ein Spiel beginnen, hätte ich erstmal gesagt. Jetzt ist nur die Frage, kann man so weitermachen? Ich glaube, das wird jetzt ein bisschen schwer, aber
Mal schauen, was der FC Granada zusammenbekommt. So, da ist Bueno. Der geht zu Sampar. Granada in aussichtsreiche Schussposition mit einem wunderschönen Schuss ins Tor. Sensationell, sensationell dieses Tor. Der FC Granada schlägt prompt zurück. Und da schaut der FC Barcelona ein bisschen alt aus. Das ist halt ein Traumding. Das ist ein Traumding. Der trifft den perfekt. Der trifft den Ball perfekt. Der Sting hat da keine Chance, den zu halten. Und der Ball schlägt aus 19 Meter im Tor ein. Granada ist zurück. Die frühe Führung für den FC Barcelona ist hin. Andreas Pereira, viertes Tor in der Liga, 8. Minute. So, 8 Minuten gespielt, 1-1. Hier geht es ja schon mal richtig heiß her heute. Zwei Torschüsse, zwei Tore. So kann es weitergehen, hätte ich jetzt mal gesagt. So, Barca auf dem Weg nach vorne. Da ist Dennis Suarez. Wollte jetzt natürlich wieder in Führung gehen. Da ist Paco Alcacer. Da geht es zu Rafinha. Rafinha. Ball und wird gefoult. Jawohl, Freistoß. Barcelona aus einer schönen Position. Und ja, ich habe bis jetzt in FIFA 17, glaube ich, insgesamt ein einziges Freistoßtor geschossen. Das ist ziemlich schwach, aber vielleicht schießen wir jetzt mal. So, Dimitri Payet. Mit der Chance. Payet! Der hat abgefangen, aber der Nachschuss auch nochmal abgefangen. Bisschen zu tief. Weiter geht's mit Rafinha, der am Ball ist. Zieht erstmal durch. Und Di Maria mit, der jetzt mal auf dem anderen Flügel zu finden ist. So, Di Maria zurück zu Rafinha. Rafinha zieht jetzt in die Sätze rein. Die Chance ist da. Rafinha muss zurückziehen. Da kommt Di Maria mit der Riesenchance. Der Ball ist nicht im Tor. Dennis Suarez bringt den Ball nicht übers Tor. Nicht ins Tor über die Linie. Riesenchance hier vergeben zur erneuten Führung für den FC Barcelona. Aber die bleiben daran wieder. Rafinha. Di Maria sucht außen Dimitri Payet. Die haben jetzt mal ganz kurz die Zeiten getauscht. So, da kommt Lichtsteiner. Lichtsteiner mit dem Abschluss. Müsste Eckball geben und so ist es auch. Eckball Barcelona, die jetzt den Druck deutlich erhöhen. Lichtsteiner schießt direkt auf die Fußspitze vom Gegenspieler. So, Ecke Barca. Kommt weit, kommt gut. Kopfball kommt Richtung Tor, aber Ochoa ohne Probleme. Da bleibt er liegen beim FC Granada. Der Torhüter trampelt erstmal auf seinem eigenen Spieler rum. Und dann ist der Ball im Aus, müsste Einwurf geben für Barcelona und so ist es auch. Jawohl, da kommt schon Gerard Piqué. Weiter geht's, ab nach vorne, da ist Payet. Dennis Suarez. Barca versucht jetzt also langsam das Spiel unter Kontrolle zu bekommen, aber ja, sie wollen natürlich ein Tor schießen. Nächste Chance, Di Maria. Angel Di Maria, der ist heute richtig gut drauf. Di Maria, nächste Chance für Barca. Di Maria! Und das ist nicht! Ochoa mit einer Glanzparade im Tor beim FC Granada. Ins kurze Eck und da ist er tatsächlich noch dran. Stark gemacht von Di Maria, der bis jetzt ein tolles Spiel macht. Ein Tor gemacht, zwei, drei gute Torchancen arbeitet. Weiter geht's, Eckball, Barca. Kommt gut rein, der Gerard Piqué. Och, das sind halt zwei, drei Gegenspieler dann bei ihm. So, Dennis Suarez hat einen schönen Schuss aus der Distanz und der war richtig gut. Aber wieder ist der Torhüter beim FC Granada zur Stelle. So, weiter Abschlag nach vorne. Ball fliegt in Richtung des 16ers vom FC Barcelona, aber Granada bekommt seit dem Ausgleich eigentlich nichts mehr zusammen. So, nächste Chance Dimitri Payet. Weiter geht's zu Lucas Deng. Araturan, Rafinha. Barca kommt. Dennis Suarez, Paco Alcacer. Zurück zu Dennis Suarez. Jetzt kommen. Jetzt müssen wir einen abschießen. So, Araturan, der hat einen guten Schuss. Wird geblockt. Dennis Suarez noch am Ball. Rafinha. Ball ist im 16er. Hoi, das ist extrem gefährlich. Und man merkt es den Fans an, sie zittern hier mit dem FC Granada. Weil die simultan so unter Beschuss. So, Araturan, nächste Chance. Außer Di Maria bekommt die Kugel. Di Maria im 16er Angel. Di Maria! Wieder nichts. So, wo ist der Ball? Araturan kann es hier durchsetzen, aber bekommt den Ball nicht unter Kontrolle. Aber der Ballgewinn von Rafinha. So, wieder Di Maria, Araturan, Dennis Suarez. Dennis Suarez, Schussposition und drüber. Hoi, hoi, hoi. Barca drückt unglaublich heftig auf die Führung.
Und da fehlte nicht viel. Ich glaube, der Torwart wäre da nicht rangekommen, wenn er tiefer gekommen wäre. Riesenchance erneut für den FC Barcelona, die mittlerweile das Ding hier komplett unter ihrem Zepter haben. Und hier im Zepter. Also heute ist echt, ich bin heute ein bisschen von der Rolle. Ihr merkt es vielleicht, aber mein Gott, FIFA ist Leben. So. Also, Grin am Ball. Weiter geht's zu Bueno. Granada wagt sie mal wieder nach vorne. Oh, Gerard Piqué lässt sie da zu einfach umrunden. So, und jetzt ist die Chance da für den FC Granada abgefälscht. Und der Ball ist im Aus. Eckball müsste geben. Puh, tief durchatmen. Das wäre eine gute Chance. Das wäre jetzt natürlich typisch Fußball gewesen. Man macht vorne die Dinger nicht rein und kassiert dann hinten. Nein, ist so. Ecke kommt. Ecke wird geklärt. Nochmal die Chance. Rafinha fälscht den Ball ab. Und dann, der kommt sogar noch hin, das hätte ich nicht gedacht. Der kam mit der Fußspitze noch hin. Aber jetzt kommt eine Chance Barca. Da ist Arda Turan mit dabei. Wo sind die anderen Mitspieler? Wo sind sie? Da ist Dennis Suarez, unten ist Dimitri Payet. Kommt eine Chance, ist noch da. Dimitri Payet, aber jetzt muss er erstmal zurückspielen. Aber trotzdem, Rafinha außen ist Paco Alcacer. Paco Alcacer, im Sechser, Paco Alcacer! Und es gibt nicht mal Eckball. Er wollte es probieren, den Ball aufs Tor zu bringen. Schafft es auch leider nicht. Da hat der Gegenspieler noch ein bisschen den Fuß drauf gehalten. Aber Schiri sagt, war alles in Ordnung. Abstoß gibt es für den FC Granada. Also sofort wieder Ballverlust und Dimitri Payet mit einer ganz, ganz schwachen Ballannahme. Granada auf dem Weg nach vorne. Man muss nur mehr aufpassen, kurz vor der Halbzeitpause. Da ist Tabanu. Gut geklärt eben von Alderweireld. Der verliert den Ball. Jetzt wackelt es ein bisschen hin beim FC Barcelona, kurz vor der Halbzeitpause. Ging aber nochmal gut. Bleibt erstmal beim 1:1. Barca nochmal auf den Weg nach vorne. Vielleicht eine Torschau, sie können es vielleicht nur geben. So, außen. Einer der Besten in der ersten Halbzeit. Ankel Di Maria. Da geht es zu Rafinha. Jetzt außen ist Lucas Stein mit viel Platz. Passt da nicht so optimal. Lucas Stein zieht rein, ist jetzt ja, legt flach ab und dann ist wieder der Verteidiger dazwischen. Das war's mit der ersten Halbzeit. Ja, was kann man zur ersten Halbzeit sagen? Der FC Barcelona ist mehr als überlegen, hatte große Torchancen. Und ja, auf der anderen Seite ein überragender Torhüter beim FC Granada. Zur Halbzeitpause steht es 1:1. Dank eine Sensationssource von Pereira, den trifft er so nie wieder wahrscheinlich. Ja, und Barcelona, nur ein 1:1 ist ja viel zu wenig im Kampf um die Meisterschaft. Und ja, dann machen wir weiter. Rafinha ist ein bisschen am Ende, wir spielen erstmal so weiter. Und hoffen, dass wir jetzt so langsam mal wieder die Führung erzielen. Zeit wird's. So, jetzt geht's also los. Zweite Halbzeit läuft zwischen dem FC Barcelona und dem FC Granada. Mal schauen, was uns die zweite Halbzeit noch für uns parat hat. Oh, das ist schon mal gefährlich, was die da veranstalten. Aber die kommen jedes Mal da wieder mit dem blauen Auge hinten raus. So, Arda Turan, gut gemacht. Ganz außen ist, der hätte zu Dimitri Payet gehen sollen. Der Suarez war da dazwischen. So, Dimitri Payet. Arda Turan. Und Lucas Stein mit Platz. Komm schon, jetzt. Legt doch, oh nein. Er legt zu spät zurück, der Verteidiger. War schon dazwischen, Ballverlust wieder beim FC Barcelona, jetzt muss man aufpassen. Granada kommt. Bueno am Ball. Verfolgt von Gerard Piqué, der bis jetzt noch heute keine gute Performance hier zeigt. Und die Flanke ist gut und gut, dass da Ter Stegen so gut aufpasst. Und das war für mich ein hohes Bein gegen Dimitri Payet. Schiri lässt er wieder weiterlaufen. So, Dimitri Payet am Ball. Jetzt könnte es mal schnell gehen, komm schon. Da ist Arda Turan mit dabei, aber nur er leider. Trotzdem ist die Chance immer noch da. Außen wäre Di Maria gewesen, er hat er nicht gesehen. Aber da ist Dennis Suarez, macht den und er macht ihn und Barca führt wieder. 55. Minute, der FC Barcelona geht wieder in Führung. Dennis Suarez. Arda Turan, der startet, der die Außenverteidiger pennen und heben das Abseits auf. Und Barca führt mit 2:1 gegen den FC Granada. Da ist endlich drin, der Ball. Da ist endlich drin. Knappe Stunde ist gespielt. Barcelona 2:1 nun gegen den FC Granada. Dennis Suarez, wichtiges Tor für den FC Barcelona. Sehr, sehr wichtiges Tor. Und ja, jetzt bleiben noch 35 Minuten. Granada müsste jetzt wieder das Spiel komplett in die andere Richtung schieben, weil bis jetzt waren sie offensiv schon lange nicht mehr wirklich gefährlich.
Barcelona. Ja, die können jetzt natürlich den Ball vor sich hertreiben. So, nee, schon. Dimitri Payet. Sieht Di Maria. Außen ist Paco Alcacer. Nicht im Abseits. Zurück zu Di Maria. Di Maria aus der Distanz. Eieiei. Das war ein bisschen zu schwach. So, weiter Abschlag nach vorne. Wird aber sofort abgefangen. Aber Granada bleibt am Ball. Tabanu. Da geht zu Pereira. Lichtsteiner. Läuft ein bisschen dumm vorbei. Gerard Piquet ist bei ihm. Auch super gemacht von Piquet. Ja, das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Dann haut er ins Aus. Einwurf geht zur Granada. Chance ist immer noch da und dann super aussteigen lassen. Die Lichtsteiner. Die Flanke ist gut. Testing ist wieder zur Stelle. Und jetzt natürlich wird es die Cornerchancen geben für den FC Barcelona. So, Dimitri Payet. Mit dem langen Ball nach vorne. Da ist leider keiner. Aber oh, Dennis Suarez hätte sich hier fast diesen Ball erobert. So, da ist Pereira. Schön, wie das jetzt der FC Granada hier macht. Und dann kein Foulspiel. Doch, Schiri pfeift aber sehr, sehr spät. So, und das gibt jetzt für uns die Möglichkeit zu wechseln. Und diese Möglichkeit werden wir auch nutzen. Also, Dennis Suarez darf runter. Neymar kommt auf den Platz. Außerdem Luis Suarez für Paco Alcacer. Und wir bringen Sergio Busquets für Arda Turan. Der darf in den letzten Minuten noch für ein bisschen Sicherheit sorgen. Auch Granada wechselt. Juenja kommt. Pereira, der Torschütze, geht runter. Und jetzt die drei Wechsel beim FC Barcelona. Paco Alcacer, Dennis Suarez, der Torschütze, zum 2:1. Und Arda Turan gehen runter. Neymar, Luis Suarez und Sergio Busquets neu jetzt auf dem Platz. So, klar, Neymar und Suarez sind frisch und sehr, sehr konterschnell. Da wartet man natürlich drauf, dass hier vielleicht noch ein paar mehr Tore fallen. Und jetzt fällt einer vom FC Granada im 16. Aber das war kein Elfer. Dimitri Payet behauptet den Ball und ab geht's. Neymar am Ball. So, Suarez läuft ein bisschen zögerlich mit. Neymar kann jetzt natürlich erstmal hier ein paar Meter zurücklegen. Spielt er bis außen Ankel Di Maria an. Der bis jetzt immer noch eine sehr, sehr gute Leistung heute zeigt. So, Di Maria. Dimitri Payet. So, schön, Dimitri Payet. Der muss den machen. Suarez. Nein, wieder nicht. Nochmal die Chance. Nochmal Suarez. Und jetzt hat ihn Ochoa sicher. Das 3:1 liegt in der Luft. Barca stürmt weiterhin Richtung Tor. Klar, sie wollen jetzt Sack zumachen. 2:1 ist ein bisschen zu knapp. Da kann immer noch was passieren. Aber 3:1 ist, glaube ich, eine sichere Angelegenheit. So, Rafinha am Ball. Weiter geht's zu Neymar. Geht wieder gut durch. Da ist Luis Suarez. Dimitri Payet außen. Di Maria komplett frei. Noch nicht. Di Maria! Und Ochoa. Der Torhüter vom FC Granada verhindert hier ein Schützenfest. Wieder ein brillanter Spielzug vom FC Barcelona. Und Di Maria wieder mit dem Abschluss. Und wieder pariert. So, Dimitri Payet. Kommt gut rein. Wird abgefangen. Payet zu Lichtsteiner. Lichtsteiner. Lichtsteiner behauptet hier den Ball. Aber der Abschluss deutlich vorbei. Es bleibt beim 2:1, obwohl der FC Barcelona unglaublich überlegen ist am heutigen Tage. Aber hier sehen wir, es geht deutlich vorbei. Abstoß für Granada gibt's. So, Ochoa weit nach vorne. Sergio Busquets verliert das Kopfball, aber dann schnappt sich Dimitri Payet diesen Ball. Granada ist heute auch wirklich kein Gegner und das müsste Abseits gewesen sein. Nein, doch. Ach, der pfeift so spät, der Schiri. So, Freistoß geht absolut in Ordnung. Neymar war im Abseits. Und jetzt kommen natürlich die hohen Bälle. Und Barca muss jetzt aufpassen, dass sie nicht nur ein blödes Tor kassieren. So, Sergio Busquets am Ball. Weiter geht's zu Di Maria. Sergio Busquets wieder. Luis Suarez. Suarez, Suarez ist durch. Die Chance, ja. Luis Suarez, Suarez. Und da will er zu viel. Da will er nochmal an dem Gegenspieler vorbei. Und dann verliert er dabei den Ball. Sie müssen den Sack zumachen. Sonst könnte es hier wirklich nochmal spannend werden zum Schluss. Und ich glaube, dass wir Barcelona finden. So, Luis Suarez wieder auf dem Weg nach vorne zu Neymar. Der ist zu langsam. Der ist zu langsam für diesen Ball. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. So, Bueno am Ball. Aber der wird sofort hinten reingedrückt. Das war ein bisschen hart, dieser Zweikampf. So, Adi am Ball. Fehlpass, Di Maria dazwischen. Der hilft auch hinten mit. Wie gesagt, für mich der beste Spieler heute, Angel Di Maria. Ein Tor geschossen, gute Chancen erarbeitet. Immer anspielbereit gewesen. Jetzt Rafinha. Da geht's zu Lichtsteiner. Da ist Luis Suarez. Schöner Ball. Luis Suarez. Suarez aus Matras. Suarez. Ja, da machen sie dann die Lücke zu für Luis Suarez. So, 2:1 immer noch. 5 Minuten noch zu spielen.
Brennt hier noch was an? Das ist die ganz, ganz große Frage. Schafft Granada den sensationellen Ausgleich in der letzten Sekunde? Bis jetzt stürmt weiterhin der FC Barcelona. Suarez mit dem Ballverlust. Der will momentan ein bisschen zu viel wahrscheinlich. Und jetzt Achtung. Jetzt kommt Granada. Und das ist ein übles Einstein. So, das ist mindestens gelb. 87. Minute. Lukas Dein. Der Schiri beruhigt. Aber da wird er ohne Karte wohl nicht davon kommen aus dieser Aktion. Egal, die Zeit läuft runter und den gelben Karton, mein Gott, den können wir schon verkraften. Der macht uns jetzt wenig. So, 87. Minute, erste gelbe Karte im Spiel. Freistoß nochmal für Granada. Hoch in den 16er rein, wird geklärt. Suarez am Ball und der verliert ihn gegen Krin. So, da ist Samper. Jetzt bloß aufpassen. Die kommen gefährlich. Wunderschön gehalten. So, und jetzt Konterchance, Neymar. Suarez ist mit dabei, der macht sich schon auf dem Weg. Neymar müsste jetzt in die Mitte mitlaufen. Ah, jetzt geht's alles viel zu langsam. Dimitri Payet trotzdem mit der Schulter. Dimitri Payet vom Ball getrennt mit der glanzvollen Grätsche. Da hätten die wahrscheinlich die meisten den Elfer verursacht. So, und jetzt aufpassen. Alter Weyreld am Ball. So, weiter geht's zu Neymar. Und dazu Dimitri Payet. Payet hält erstmal kurz den Ball. Weiter geht's zu Neymar. Und schon. Ah, Neymar kommt da nicht durch. Da wollte er einfach durch, aber. Und dann ist aus. Dann ist es schon aus. Lange hat er nicht nachspielen gelassen. Der FC Barcelona schlägt den FC Granada knapp, aber verdient mit 2:1. Im Großen und Ganzen war das ein Arbeitssieg. Di Maria für mich der beste Spieler heute. Wie gesagt, das war ein schwieriger Sieg für den FC Barcelona. Da war nichts einfach, nichts tralala. Der Torhüter vom FC Granada hat gigantisch gut gehalten. Das muss man wirklich nochmal betone, die der gehalten hat. Das war der Wahnsinn. Aber trotzdem, Di Maria und Denis Suarez, die beiden haben trotzdem einen Weg ins Tor gefunden. Zwischenzeitlich hat Pereira ausgeglichen. Und ja, so also der Endstand. Und ja, Statistik, es ist wieder unglaublich. 4 gegen 16. Und wir haben nur 2:1 gewonnen. Also wie gesagt, der Torwart war gigantisch stark. Bestes Spiel heute, Di Maria, so habe ich es außen gesehen. Denis Suarez war gut, Arda Turan ebenfalls. Ja, und auf der anderen Seite Ochoa, nur eine 7,3, das verstehe ich nicht so ganz gut. Er hat zwei Dinge reingelassen, aber trotzdem, der hat überragend gehalten. Naja, so sieht es aus. Also, wir sind dran geblieben an Real Madrid. Haben jetzt 3 Punkte Rückstand noch. Genau, so sieht es aus. Wir können ja mal ganz kurz auf die Tabelle schauen, ein bisschen genauer. Atletico 15 Punkte hinter uns, also ich glaube, die sind raus aus dem Meisterschaftskampf. Spätestens jetzt, es sind nur noch 9 Spiele. Und oben wird es nochmal richtig spannend, also ich bin echt gespannt. Ich glaube, das Ganze wird in diesem Spiel entschieden. Am 23. April gegen Real Madrid, also beim 1, 2, 3, 4, beim 5. nächsten Mal. Da wird, glaube ich, das Ganze entschieden. Wer hier gewinnt, der wird wahrscheinlich spanischer Meister, könnte ich mir vorstellen. So, wir haben 3 Nachrichten, eine Pressekonfi. Barcelona erstmal loben für die gute Leistung, für die 3 Punkte. So, André Gomez beschwert sich, er hat mehr Einsatzzeiten und Rafinha bedankt sich, dass er spielen dürfen. Ja, beim nächsten Mal gegen die FC Sevilla. Ich mache mal ganz kurz Training und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Training wäre dann auch schon wieder vorbei. Ja, liefern wieder ganz gut. Silvera ist mittlerweile eine 68 und Paco Alcacer geht auf die 87 zu, also recht ordentlich. Gut, dann simulieren wir weiter und beim nächsten Mal, wir sehen es schon. Okay, erstmal irgendjemand will seinen Vertrag auflösen und irgendjemand hat seinen Vertrag aufgelöst. Gut, die beiden sind eh uninteressant. Und Sergi Roberto wird gerne über sein Gehalt sprechen wollen. Da schauen wir noch ganz kurz drauf. Wo sind denn meine Karriere? Da unten sind die Verträge, genau. So, Sergi Roberto haben wir genau hier. Dann schauen wir mal, was er verdient. Wir 160, alles klar. Bleibt ein sporadischer Spieler, obwohl er eigentlich mittlerweile schon Stammspieler bei uns ist, ganz ehrlich. So oft wie der spielen darf. Und ja, das ist schon angekommen beim nächsten Mal. Wir schauen auf die Tabelle, wo wir sind. Real Madrid hat schon wieder vorgelegt und hat schon wieder gewonnen. Das heißt, wieder 6 Punkte Rückstand aktuell. Wie gesagt, ich glaube, es wird auf das direkte Duell hinauslaufen. Wenn wir da gewinnen, dann haben wir noch eine gute Chance. Wenn wir nicht gewinnen, ich glaube, dann sind wir raus aus dem Titelkampf. So, beim nächsten Mal müssen wir erstmal gegen die FC Sevilla Gas geben.
Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Macht's gut, bleibt dabei. Bis morgen. Ciao.